Hallo, wir sind hier im Ibis Milano Cal Granda. Die Tür ist jetzt zu. Ich bin hier für eine Nacht und wir werfen einen Blick in das Zimmer. Gleich zur Rechten ist das Badezimmer und das überrascht für ein Ibis mit einer Badewanne. Und man hat hier auch anstelle eines Duschvorhangs wirklich so eine Glasscheibe davor, finde ich persönlich bedeutend besser. Toilette vorhanden. Waschbecken ist auch da. Föhn hängt an der Wand. Dann gehen wir mal ins Zimmer. Auch hier ausgestattet mit dem Original Suite Bett bei Ibis. Das bedeutet, hier hat man wirklich ganz guten Schlaf. Ich mag diese Betten. Fernseher ist hier gleich an der Seite. Am Fenster ist ein kleiner Schreibtisch. Ablagefläche. Zwei, man kann das hier glaube ich sehen, USB-Steckdosen am Bett. Zwei weitere Steckdosen am Fenster, Schreibtisch, eine für den dicken, runden Stecker, wer sowas dabei hat. Alle anderen kann man auch in diesen mittleren stecken. Auch nicht üblich in Deutschland bei Ibis ein richtiger Schrank. Sogar ein Safe ist vorhanden. Natürlich auch klimatisiert. Trotzdem fand ich es ganz toll, dass alles komplett verdunkelt war, als ich hier ins Zimmer kam. Dadurch sind die Temperaturen hier auch angenehm. War, wenn ich es vorher bezahlt hätte, nicht so ganz billig. Aktuell liegen zu meinem Zeitpunkt hier die Preise ohne Frühstück bei über 100 Euro für eine Nacht. Dank Punkten wurde das dann doch etwas günstiger, weil ich dann Punkte lieber eingelöst habe. Wenn man hierher will, am besten mit der U-Bahn, die M5 hält hier in der Nähe. Da läuft man 4-5 Minuten von der Station bis hierher. Gibt hier auch ganz in der Nähe eine Straßenbahnlinie. Ansonsten schönes, relativ großes Zimmer und für so einen Städtetrip vollkommen ausreichend.